Zurzeit ist es sehr gängig, dass E-Mails reinkommen von DHL, die nicht wirklich von der DHL sind. Das sind Spam-Mails bzw. E-Mails mit schadhaftem Anhang. Hier habe ich euch mal so eine dargestellt. Die ist also hier angeblich vom DHL-Team und dann aber Adresse stimmt schon gar nicht. Also verwerft einfach solche Sachen, die wo es gleich seht. Und da ist in der Regel ein Link drin und die Mail selber, die ist zwar nur nervig, aber sie wird schadhaft, wenn man auf diesen Link geht. Und da sieht man schon, da geht die Adresse zum arco.com.tr. Das ist irgendeine Seite, wo einer was drauf hat. Das ist ein gehackter Rechner. Und jetzt wird es schadhaft. Ich zeige es mal demonstrativ an meinem Rechner, aber sowas soll man ja nicht nachmachen. Wenn man draufklickt, da geht der Browser auf die Seite und wird auch anschließend gleich wieder umgeleitet. Und jetzt sieht man hier unter ist diese E-Mail. Das ist eine Exe-Datei. Wenn ein Browser eingestellt ist in der Form, dass er eine Exe automatisch ausführen lässt, dann ist der Rechner in dem Moment puff, weg. Ja. Also klicket nicht auf solche Links, entsorget einfach diese E-Mail. Einfach löschen, hier weg damit, ja. Und wenn ihr dann tatsächlich irgendwie euch nicht sicher seid, dann müsst ihr anschließend halt euren, ich sag mal so, wenn ihr McAfee habt oder so, scannet ihr euer System komplett, ja. Falls irgendwie doch noch die E-Mail auf dem Rechner verbliebe ist oder so, oder ein Anhang downgeloadet ist. Einfach entsorgen ist an sich wichtig, weil wenn diese Exe ausgeführt wird, dann ist euer Rechner defekt.